Hallo und herzlich willkommen zurück zur 51. Folge von The Witcher 3. In der letzten Folge haben wir uns mit einem Greifen angelegt und ich sag mal so, den besuchen wir auf jeden Fall später nochmal. So, wir haben auf jeden Fall den Leuten hier in der Dorf wieder geholt. Die sind hier alle extremst dankbar, bis auf einer. Einer war hier wirklich sauer gewesen, der hat sich bedankt. Der hat sich bedankt, dass wir das Dorf wieder geholt haben. Alle anderen sind hier fröhlich und sagen, wir sollen uns bloß verpissen und solche Sachen und... Ich kann es irgendwie noch nicht ganz glauben, was hier gerade alles passiert. Wir meditieren mal eine Runde. Vielleicht sind die dann endlich mal alle weg. Die stinken ja hier. So, nee, Nummer 4. So. Ah, das ist schon leer geworden. War ich hier schon drin gewesen? Hab ich euch schon die Bude leer geräumt? Ist eine sehr wichtige Frage. Die schlafen hier gerade alle. Das ist ja voll cool, wie die hier schlafen. Ist der jetzt wach geworden, der Junge, weil ich hier reingekommen bin? Cool. Also ich meine, cool, dass die so drauf reagieren. Muss ich mir wenigstens hier die ganzen Leute nicht mal anhören. Und mich hier beschimpfen lassen. Was ist denn hier? Geh doch weg, du Ding. Du hast uns das auch wieder geholt, du machst hier nur Ärger. Sollen sie gleich eine Pegida-Demo eröffnen, ne? Ist doch wahr. Nur weil wir ein Hexer sind. Entschuldigung, dass wir euch geholfen, dass ich euch geholfen habe. So, tauchen. Mir fehlt irgendwie die Option. Ach, da ist einer am Boot drin, den habe ich gar nicht gesehen. Ich möchte gerne looten. Kann ich hier looten? Ich würde looten. Ich möchte gerne looten. Wir schwimmen mir nochmal zurück. Kann ich jetzt looten? Nee, kann ich nicht looten. Egal. Mir fehlt irgendwie die Option, dass ich gewisse Leute einfach umbringen kann. Dass ich einfach hingehen kann, denen in die Fresse hauen kann oder mit dem Schwert den einen drüber ziehen. Und alle, die ich mag, dann bei denen halt nicht. Weil sie so Fallout-mäßig. Ich habe bis jetzt Fallout noch nie gespielt, aber soll angeblich gehen. Hallo, Mann im Boot. Ich wollte ja nicht in den Boot einsteigen, jetzt geht er tauchen. Na, egal. Wir lassen die jetzt mal hier in Ruhe. Sollen die sich mal freuen, dass sie endlich ihr Dorf wieder haben, nicht dass sie hinterher auf einmal hier Ärger bekommen. Das wäre ja schrecklich. Oder wenn jemand denen das Dorf wegnehmen würde. Ich muss da mal irgendwelche Infos bekannt geben, dass es hier ein Dorf gibt. Können ja ruhig fast alle abschlachten. Ist das, Na, plötzlich, wir müssen weiter. Wir wollen nicht bei den komischen Leuten hier sein. Die mögen uns nicht. Weil wir weiße Haare haben und Hexer sind. Die mögen keine Hexer. Die haben keine Vorurteile. Die mögen einfach nur keine Hexer. Ne? Ich habe nichts gegen Hexer, aber... So, wir reiten mal weiter. Oh, ist das gut. Oh, was für ein Level habt ihr denn? Oh. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Was? Bitte was? Ich werde mir das nicht einfach mit ansehen. Fürchtet ihr den Zorn des Gottes nicht? Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Oh Gott. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr.
Die sollen die Schreine in Ruhe lassen. Warum sollten sie das machen? Eigentlich will ich mich ja nirgendwo einmischen. Aber ist doch scheiße, dass sie die Schreine kaputt machen. Irgendjemand hat sie doch errichtet und hergestellt und alles. Warum sollen sie die kaputt machen? Das ist so ein Schwachsinn. Nein, ihr macht die Schreine nicht kaputt. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Ja. Oder was? Ja, oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Oh Gott. Wo ich mehr von deiner Art finden kann? Ja, wieso müssen wir uns jetzt prügeln? Gibt's ja keine Schwerter? Was? Moment mal eben. So, Gedanken. Gucken wir erstmal mal den hier an. Was? Hallöchen. Moment mal. Ich würde am liebsten mal die Schwerter rausholen. Wow. Also Nahkampf bin ich hier gar nicht so gut. Auf Fäuste. Oh, das geht natürlich auch. So. Sonst noch wer? Noch du? Winkst du mir zu? Was möchtest du denn? Fehler. Tja, schade. Ich hab schon gedacht, ich muss die mit den Fäusten verhauen. Was sollte ich die nicht umbringen? Naja, schade drum. Die wollten ja nicht. Ich hab denen ja ein Angebot gemacht. Nee, wo haben wir denn? Ist die Quest jetzt hier fertig oder was war ich jetzt damit? Ahnenfest, ne, was wollte ich gar nicht machen? Wie ich denn das? Fliegende Fäuste, nein. Sprich mit, ne? Rennen. Das könnten wir mal machen. Ja. Der Leiche, sammle alle. Was ist denn das? Ach du, 24. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Gewinnt, ja, nee, Hexeaufträge. Da haben wir auch noch welche drin. Was ist denn das hier? Sprich mit dem Auftraggeber, das haben wir fertig. Sprich mit dem Zeugen. Dann würde ich mal sagen, wir machen doch erstmal sprich mit Nielen. So. Kann ich den Schrein auch aufrichten? Der ist noch da. Gut. Plötzlich. Wir können weiter. Nachdem ich eine Runde meditiert habe. So, 1200. Wo können wir den da mal hin? Da oben müssen wir hinreisen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gucken uns dieses Fragezeichen an. Reisen dann zum kleinen Weg. Von da aus machen wir dann die Schnellreise. Wir gucken erstmal, was das Fragezeichen ist. Mal ein paar Fragezeichen zwischendurch hier ablaufen. Aha. Eine Kirche und ein... Was ist denn das? Auf jeden Fall kommt mir irgendwas entgegen. Was mich gerade ist Level 100 oder so. Ne, Level 7, da geht ja noch. Was machst du? Wo rennst du hin, Geralt? Warum? Wo rennen die Geister eigentlich gerade hin? Hä? Ich versteh's gerade nicht so wirklich. Lassen Sie mich in Ruhe? Nein, lassen Sie nicht. Nein. Na Gott. Hallöchen. Das ist langsam aber gut. So. Die anderen Geister sind irgendwie abgehauen. Keine Ahnung, die hatten wohl Feierabend. Nehmen wir doch gerne mit. Ja, und was haben wir jetzt hier?
Keine Ahnung. Was ist denn hier? Nö. Komme ich hier hoch? Pack doch mal das Schwert weg. Ja, wir stellen uns einfach auf die Kiste, ist auch gut. So. Aber fertig. Was ist das denn? Das ist ja cool. Ich hab gedacht, hier ist ein bisschen mehr los. Ist doch nicht so viel. Okay, da sind irgendwelche. Na egal, wir holen mal Plätze und wir reiten mal weiter. Wir haben auf jeden Fall das Fragezeichen fertig. So. Plätzi. 1200. Nee, Moment, wir können ja schnell reisen. Dip, und zwar hier vorne hin. So. Ah, wir können doch nicht. Wir können doch nicht schnell reisen, habe ich gerade gesehen. Theoretisch könnte man schon schnell reisen. Ich müsste nur schnell vom Plötze runter und das Schild anklicken. Na komm. Oh, die stehen die genau davor vom Schild. Reise weg. Ist doch eklig hier. Gibt es noch einen anderen Schnellreisepunkt? Na, hier oben. Nein, da muss ich wieder an den... Muss ich ja nicht wieder an den Greifen vorbei. Na, tolle Wurst. Ich will mich jetzt nicht unbedingt mit Level 23er anlegen. Könnte mal ganz gut von dem Ding wegrennen. Wäre voll nett. Die stehen genau davor. Aber exakt. Klick das Ding an. Du kannst das Ding nicht anklicken, wenn du im Kampf bist. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Wir können weiter. Ja, ja, Level 23er und davon 100 Stück. Mhm, super. Ist eine gute Idee, ist eine super Idee. Plötzlich, wir können weiter. Na gut, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, da wohl doch hinzureiten einfach. Ah, toll. Wir können ja mal gucken, ob wir da irgendwie schnell reisen können. Wir sollten jetzt mein Gamepad vibriert. Ja. Hier müsste doch noch irgendwo der Grinner ist ergreifen. Da liegt der Greifen, hat er schon wieder gesehen. Was ist denn hier los? Alter, der. Alter, was? Level 5er. Okay, die gehen ja noch. Die haben uns ja hier in Gebiete geritten, ey. Mensch. Ist voll gemütlich. So. Gibt es jetzt auch noch irgendwelche komischen Viecher hier, die irgendwas wollen? Ey, 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 ey. Okay. Hallo, Herr Kaufmann. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Vielleicht möchte ich auch etwas für kaufen. Mal gucken. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ja, zeig doch mal her. Was hast du denn noch Feines? Was hab ich noch Feines? 240 hat er. Das ist ja ein richtig nettes. Guck mal da. Da kannst du haben.
Det auch. Und det. 20 Rüstungsbelohnungen. Die ganzen Schwerter können die endlich mal loswerden. Was ist denn das alles? Stahl, 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 Stahl. Das ist alles Stahl, ne? Stahl, Stahl, Stahl. So, was gibt's denn da? Der hat noch ein bisschen Kohle, also mal gucken. Das möchte ich gerne behalten. Die Schuhe, Level 4, ist ein Relikt. Ich glaube, die möchte ich lieber kaputt machen. Die können wir auch mal weghauen. 66 hat er noch. Das. Das kannst du haben. 33. Davon kannst du einen haben, so. Doch, viel Spaß damit, ne? Bis dann. Tschüssi. Sag mal, wer gehen Sie mich denn hier an? Ich habe doch gar keine Geschichte erzählt bis jetzt. Was hat der denn hier? Sind da Blumen? Ne, was hat der denn da? Dann willst du deine Pizza oder was? Oder hast du Probleme? Was? Hallöchen. Ich bin der Neue, ich komme jetzt hier öfters. Da. Also sofern hier wer die Sachen aufgefüllt wurden. Du schneidest den Apfel gerne in die Luft. Hast einen Tisch? Könntest du. Ist dein Ding. Eklig hier. Na komm, gehen wir mal bei dem rein. Liebchen, nachts hält man Türen und Fenster besser festgeschlossen. Ich habe Hufgetrappel und schreckliches teuflisches Geheul gehört. Das ist die wilde Jagd, die auf uns hinabreitet. Mama, ich hab's dir doch schon gesagt. Das sind keine Erscheinungen. Es sind die Männer des Barons mit ihren verdammten Pferderennen. Das kann sehr gut sein, ja. Habe ich auch schon mitgemacht. Hat, naja, mäßig Spaß gemacht. So, wir machen mal die Kerze an. Machen die Kerze dabei wieder aus. So. Margret. Tschüss, Margret. Hallöchen. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Deine Frau. Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt, keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Das ist komisch, okay? Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hanna bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Ja, wollen wir nochmal gucken. Du so? Belästige uns arme Leute nicht länger. Ne, manchmal so gerne so ein Pfeil zwischen die Augen. Naja. Okay, wir können jetzt da oben hin.
hat vielleicht auch noch jemanden irgendeine Info. Ist das der Schmied? Oder Silvester, das ist der Metzger? Irgendjemand wird da oben sitzen. Ja, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und wer da oben sitzt und wer vielleicht Informationen hat, das sehen wir alles in der nächsten Folge von The Witcher 3. Bis zum nächsten Mal.